herzliches Willkommen zum Taroskop mit Ella. Wir sind im Monat März, 1. bis 7.3.2021 und ich möchte euch die Karten vorstellen. Finde deinen wahren Weg mit Colette Bern-Reed. Das ist so die allgemeine Energie, die Wetterkarte der Woche in Sachen Energien. Das gildet Tarot Royal von Ciro Marchetti und Barbara Moore. Dann haben wir das normale Rider-Waite-Tarot in klein zur Klärung, so ein bisschen ins Detail schauen. Das Krafttier, Orakelkrafttier von Colette Bern-Reed und die Weisheitskarten für Lebensentscheidungen von Colette Bern-Reed. Die könnt ihr, wenn ihr Interesse habt, auf der Webseite www.ella-tarosco.de finden. Unter Kartendecks, da könnt ihr die gerne bestellen, wenn ihr wollt. Ihr könnt sie natürlich auch selbst suchen. Wenn ihr persönliche Legungen haben wollt, dann geht bitte auch auf die Webseite. Ihr könnt da Legungen buchen oder ihr könnt auch ein persönliches Telefongespräch mit mir buchen, wenn ihr da Interesse dran habt. Ansonsten Fragen und Sonstiges bitte gerne an ella@ella-tarosco.de. Ich beantworte eure Fragen so schnell wie möglich. Also schauen wir uns jetzt an, was in dieser Woche machbar und möglich ist. Und vergesst nicht, wenn es euch gefällt, den Daumen hoch und die Möglichkeit der Kanalmitgliedschaft in Erwägung ziehen. Das ist auch als Video hinten angehängt. Also bis gleich. So, meine Lieben, wie immer beginne ich mit so einer astrologischen Übersicht für alle. Also das ist jetzt nicht für jeden Einzelnen, sondern für das Kollektiv. Ja, wir haben Saturn, Uranus immer noch so ein bisschen kritisch zu Beginn des Monats März. Das bedeutet, dass man da vorsichtig mit umgehen sollte. Ja, der eine will Tradition bewahren, der andere will Veränderung, von den Planeten her gesehen. Venus und Uranus ist die Liebe aber sehr schön. Man kann jemanden so um den Dritten herum kennenlernen oder die Liebe, die da ist, vertiefen. Das ist sehr schön. Ab 4. haben wir Mars in den Zwillingen. Da haben wir diese Mentalität des Zwillings drin, der kommunikativ ist und auf Leute zugeht, manchmal ein bisschen oberflächlich ist, aber sehr viele Möglichkeiten sieht. Ja, wir haben Merkur und Jupiter, die dafür sorgen, dass man jetzt bei Projekten oder irgendwas im Handel, im Verkauf oder so, dass man da positive Erfahrungen macht. Das ist ja auch schön. Und im Monat März, da geht ja irgendwann auch, ja, die Sonne ist ja sowieso schon in den Fischen, aber Neptun wirkt, wenn ihr in diesem Monat gute Ideen habt, beginnt zum Monatsbeginn auch direkt damit, diese aufzuschreiben, zu notieren. Sie können später noch nützlich sein. Schauen wir uns das jetzt im Einzelnen bei den Sternzeichen an. Bis gleich. Ein herzliches Willkommen, lieber Schütze, zur Taroskoplegung mit Ella vom 1. bis 7. März 2021. Wir haben die Sonne in den Fischen. So, Jupiter geht das ganze Jahr bis auf Unterbrechung in den Fischen durch den Wassermann und Ende des Jahres endgültig in die Fische. Und du solltest für die Dinge, die positiv sind, auf jeden Fall dankbar sein. Und auch den Blick dafür schärfen, was Gutes dir widerfährt. Saturn sorgt dafür, dass du auf die Details achtest und dich nicht so leicht über den Tisch ziehen lässt. Das ist auch gut so. Charmant bleiben bitte. Ja. Uranus im Stier hat keine direkten Einflüsse, aber immer mal wieder durch diese Konjunktion. Mit Neptun kannst du es etwas zu locker sehen bisweilen, also dich so ein bisschen auf dein Glück verlassen. Bitte nicht. Du musst schon so deinen Teil dazu beitragen oder solltest das versuchen, dass die Dinge laufen. Ja, das fällt dir nicht in den Schoß, es ist schon mit Arbeit verbunden. Und eben auch keine Ersatzmomente suchen, in denen du dich da erholst. Das darfst du natürlich ab und zu, aber an den Dingen dranbleiben, die dir wichtig sind. Pluto hat auch nicht wirklich direkt einen Einfluss, also versuch dich nicht machthungrig werden zu lassen. Ja, und ich denke, dass du aus dem Steinbock nicht so viel davon mitbekommst. Aber es findet um dich herum statt. Halte den Blick dafür offen. Mars, momentan im Stier,
ist auch pragmatisch. Das heißt, du kümmerst dich um den Kleinkram, um die Dinge, die noch offen sind, ausstehen. Und ab 4. März bis 23. April mit den Zwillingen solltest du dich nicht verzetteln, nicht zu viel auf einmal machen wollen, denn das ist so, ja, zu viele Baustellen sorgen für zu viele Fehler, Flüchtigkeitsfehler. Man übersieht schnell was. Halte dich an deine Prioritätenliste. So, dann haben wir Venus in den Fischen bis zum 21. März. Und ab 25. Februar bis 21. März. Das heißt, da ist die Gefahr groß, dass du dich in Ersatzdingen wiederfindest, dass du den Frust in Süßigkeiten stürzt oder ja, ich denke mal, da solltest du zumindest ein Auge drauf haben. Also ein bisschen achtsam mit dir selbst umgehen, mit dem, was du erzielen möchtest. Ja? Gespräche wären gut. Ja? Ende des Monats bist du dann geselliger, bist du mehr unterwegs. Aber wir sind da noch nicht. Wir sind jetzt erstmal in der Zeit, wo du ein bisschen auf dich und deine Handlungsweise achten solltest. Ja, Merkur wieder vorläufig, das ist gut. Merkur ist günstig und steht allerdings auch in der nächsten oder ab 15. März bis 4. April kritisch. Also bis dahin, bis zum 15. solltest du möglichst die wichtigsten Dinge unter Dach und Fach haben. So, du könntest zu Beginn des Monats wirklich auch Erfolg haben, wenn du gut verhandelst. Und da ist es natürlich wichtig, die richtigen Argumente zur Hand zu haben und natürlich auch die Belege dazu. Nicht übermütig werden ist wichtig, na, dass man nicht übertreibt und sich nicht für, den Überflieger hält, sondern schön sachlich bleiben, schön auf dem Teppich bleiben, das ist gut. Schauen wir uns jetzt an, wie das für dich in dieser Woche in den Karten aussieht. Ja, mein lieber Schütze, das hört sich ja weitestgehend gut an, wenn du alles im Blick behältst, wenn du dich nicht verzettelst und wenn du natürlich auch nicht dich abwendest von dem, was für dich relevant ist. Also wenn es dir zu viel wird oder wenn dich irgendwas nervt. Wir sind hier bei der Allgemeinlegung. Du kennst das ja, das wird nicht immer für jeden hundertprozentig zutreffen. Es ist wie die Wetterkarte. Und bei der Wetterkarte ist es so, sie macht dich darauf aufmerksam, dass du vielleicht einen Schirm mitnehmen sollst oder dass es warm wird, ja, je nachdem. Und deswegen ist es so relevant, dass du so ein bisschen guckst, wie ist das Wetter. Ja? Schauen wir uns das mal an. Wir beginnen mit der Energie von außen. Was hast du von deinen Mitmenschen in dieser Woche zu erwarten? Königin der Erde. Erdenergie, Pragmatismus, wir sind ja im Saturnjahr, bedeutet, dass jeder so ein bisschen dafür sorgt, dass seine Schäfchen im Trockenen sind. Daran ist nichts Schlechtes, überhaupt nicht. Aber jeder ist sich dann in dem Moment auch, denke ich mal, selbst der Nächste. Das heißt, für deine Sicherheit, für deine Dinge musst du selbst sorgen. Das ist jetzt so mal der erste Eindruck, den ich daraus gewinne. Schauen wir uns mal an, wie du dich siehst, was dein Wunsch ist, was du erhoffst oder befürchtest, was gut ist für dich, was weniger gut ist und wie die Woche für dich ausgeht. So, mein lieber Schütze. Das ist jetzt mal so, wie gesagt, der Überblick. Ich gucke nochmal, kann man gut sehen, jawohl. Wir kommen jetzt zu den Wochentagen. Wie immer lege ich 7 Karten für die einzelnen Wochentage. Das kann von Schütze zu Schütze variieren. Das heißt, das kann für dich später stattfinden oder umgekehrt. Halte dich also nicht an den Wochentagen, sondern an dem, was dir begegnet. Du wirst dann wissen, worauf es in dem Moment ankommt. Und in dem Zusammenhang schauen wir uns auch an, wie du deinen Mitmenschen entgegentrittst. Also wie der Schütze auftritt in dieser Woche, wie er auf die Mitmenschen zugeht. Ja, wie er rüberkommt. Da haben wir die 3 der Kelche. Geselligkeit. Das ist natürlich sehr schön. Vielleicht hast du ja auch Grund zum Feiern, möglich. Ja. Aber wenn wir sehen, die Energie ist, jeder kümmert sich darum, dass er oder sie eben seine Schäfchen im Trocken hat und du bist gesellig, ist da vielleicht auch die Gefahr gegeben, dass das jemand sich zunutze machen kann.
Ist jetzt mal so rein intuitiv von mir, aber wir schauen uns das natürlich in der gesamten Legung an und kommen darauf zurück. So, ich lege jetzt erstmal die Karten für die einzelnen Wochentage. Das sind jetzt einfach die 7 Karten für die Tage. Und wann das bei dir eintrifft, wirst du selbstverständlich merken. Und aus diesem Grund habe ich auch die Vorwoche noch mal hinten dran gehängt, weil die Dinge aus der Vorwoche, falls sie noch nicht erledigt sind, natürlich mit hier reinwirken. Oder wenn du noch mal schauen möchtest, wie es letzte Woche aussah, ob du da noch was mitnehmen kannst, was dir nützlich ist in dieser Woche. Falls es dich interessiert, es hängt noch mal hinten dran. So, und dann schauen wir uns an, wie siehst du dich in dieser Woche? Page der Luft. Du sammelst Informationen, gibst Informationen weiter, tausch dich aus. Wir haben ja gehört, du bist bis zum 15. März auf jeden Fall kommunikativ stark. Deine Argumente haben auch Hintergrund, das ist auch wichtig so. Vielleicht musst du was belegen, vielleicht musst du für was einstehen. Und dann sollte dein Know-how natürlich ausgeprägt sein. Sei es jetzt, weiß ich, was Geschäftliches, dann solltest du das auch, ich sag mal, richtig gut geprüft haben. Was ist dein Wunsch? Dein Wunsch ist der Hierophant, Verbindungen, Beziehungen. Also der Hierophant ist die Institution Kirche, die Institution einer Firma oder auch einer Partnerschaft insgesamt. Der Glaube an dich, an das, was du kannst, was du bist, was du werden willst, wie auch immer. Der Hierophant ist eine sehr starke Energie. Schauen wir mal, was in den Hoffnungen und Ängsten steht. Die Herrscherin, auch sehr gut. Die Hoffnung ist natürlich, dass die Dinge, die du tust, die du bearbeitest, deine Projekte, deine Vorhaben, egal in welchem Bereich, dass die vorangehen, das ist die Hoffnung. Ja? Gut für dich in dieser Woche ist Gerechtigkeit, das heißt fair mit anderen umgehen, aber auch dir selbst gegenüber fair sein. Also nicht zu viel verschenken von dem, was du voranbringen willst, zu viele Ideen äußern zum Beispiel, dass andere davon profitieren können, fair damit umgehen, vielleicht auch vertraglich Dinge absichern, dass man eben nicht ausgebeutet werden kann. Also es ist schon wichtig, darauf zu achten. Nicht gut für dich ist die Transformation, die Veränderung. Momentan sind die Dinge vielleicht in der Stagnation, wir haben Erdenergie von außen und es kann sein, dass du wie viele andere auch mit den Hufen scharst und sagst, ich will aber jetzt endlich, dass sich was tut. Das kann man nicht erzwingen. Die Transformation findet statt in ihrem Zeitrahmen. So ähnlich wie Karma auch. Die Dinge sind nicht forcierbar. Du kannst dein Bestes geben, aber du musst warten, bis es soweit ist. Wie geht denn diese Woche für dich aus? Die 8 der Kelche. Die 8 der Kelche ist die Transformation auch der Einstellung. Also du verabschiedest dich von vielleicht irgendwelchen Traditionen, die nicht mehr helfen, die nicht mehr weiterbringen oder Einstellungen, die du hattest bisher. Du versuchst dich dem Gegebenen anzupassen. Ach, der Kelche ist neue Wege ausprobieren. Also gefühlsmäßig auch dich ein bisschen anders einstellen. Und dann haben wir hier den Eremiten, das heißt, du brütest wahrscheinlich irgendwelche Ideen aus, du arbeitest mit dir selbst, mit deinem Innenleben, mit deiner Intuition, mit dem, was dich inspiriert, was du gerne machen möchtest. Du kannst ja vorbereiten, auch wenn vielleicht die Umsetzung noch nicht da ist. Der Eremit arbeitet immer mit dem Licht in sich und bringt es irgendwann nach außen. So, und dann haben wir die Karte der Stern, Heilung. Wir hatten, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, in der letzten Legung auch sehr viel Schmerz drin. Ja? Und Heilung, Wassermann-Energie, ist wichtig. Beziehungen heilen, vielleicht auch dein eigenes Selbstwertgefühl heilen. Das ist auch nach den Sternen greifen, sich mit sich auseinandersetzen und dann vorangehen. Dann haben wir die 4 der Stäbe. Die Herrscherin darüber ist familiäre Energie. Nahes Umfeld kann Familie sein, Partnerschaft, Freundschaften, dass diese heilen können oder zusammenwachsen können. Wir schauen uns das gleich nochmal an. Und da haben wir nämlich auch die Schwierigkeiten. Ja, vielleicht ist deine Auffassung von Gerechtigkeit nicht die Auffassung der anderen. Vielleicht sind ja auch in deinem Umfeld, das muss jetzt nicht Familie sein, das kann auch im Job oder so sein, Wettbewerb vorhanden. Also, dass jeder so ein bisschen mit der Königin der Münzen dafür sorgt, dass er oder sie vorankommt. Und da ist Gerechtigkeit nicht immer gegeben. Trotzdem solltest du natürlich nicht von deinem Vorhaben oder von deiner Einstellung in dem Bereich total abweichen. Da haben wir die Herrscherin. Das heißt, vielleicht lässt du dich nicht verändern.
Ja, vielleicht ist das dein Widerstand in dem Fall, dass du sagst, und wenn ihr noch so oft behauptet, das oder das wäre in Ordnung, ich stehe vielleicht nicht dafür ein. Herrscherin bedeutet ja, du kommst voran. Dann haben wir Gerechtigkeit nochmal. Für jeden bedeutet Gerechtigkeit ja vielleicht auch was ganz anderes. Und du versuchst das eben auf eine, ja, vielleicht auch intuitive Art und Weise zu erfassen. Was haben wir hier? 6 der Münzen. Also für dich ist Gerechtigkeit ein sehr hohes Gut. Auch in dieser Woche spielt es eine große Rolle. Und vielleicht hast du dich auch in der Vergangenheit auch nicht fair behandelt gefühlt. Und jetzt sorgst du dafür, dass deiner Gerechtigkeit Genüge getan wird. Wir schauen uns das mal an. So, Page der Luft. Du gibst nicht auf, natürlich nicht. Auch wenn du, wir haben von Schmerz gesprochen, enttäuscht bist, traurig bist, über Dinge nachdenkst, die dich verletzen oder verletzt haben. Ja? Also du bleibst dran, du gehst trotzdem weiter mit diesem Ballast, den du vielleicht mit dir herumschleppst. Die 2 der Kelche nimmst du auf. Was ist der Hierophant? Da heißt die Herrscherin zum 3. Mal und der König der Münzen. Also, das kann bedeuten, deinem Wunsch wird Genüge getan, dass du mit dem, was du tust, was du betreibst, wie du vorangehst, erfolgreich bist, privat oder beruflich, vielleicht auch beides. Die Herrscherin in Hoffnung und Ängste, Lernphase, über den Tellerrand schauen, über den Horizont und die Führung übernehmen. Wobei ich immer bei dem Herrscher so ein bisschen die Befürchtung habe, dass man zu sehr die Kontrolle ausüben möchte, egal bei wem. Dass jemand versucht, anderen seinen Willen überzustülpen. Ja? Vielleicht ist es auch die Phase, damit umzugehen, was andere tun, also was vielleicht Vorgesetzte tun, Firmen tun oder, also ich sage jetzt mal, Ämter oder Bürokratie eben. Ja? Dass du lernst, das für dich zu nutzen, könnte auch in Hoffnung und Ängsten sein. Jedenfalls glaube ich, dass du dranbleibst an dem, was du tust. Gerechtigkeit, da ist eine Entscheidung. Und da ist die 5 der Münzen. Ja, das kann natürlich bedeuten, dass du dir klar darüber bist, dass nicht jeder genauso denkt wie du, dass du dich aber diesem Hickhack mit anderen möglicherweise entziehst mit den 5 der Münzen. Dass du sagst, wenn ihr nicht fair seid, ziehe ich mich zurück. Dann möchte ich das nicht. Ja, dann ist das für mich keine Option. Transformation, 6 der Kelche. Und der Narr. Also die Vergangenheit hängt dir wahrscheinlich noch nach. Der Neuanfang ist noch nicht möglich, aber du bleibst ja deinen Ideen, deinen Vorhaben treu. Du bleibst dran, du lässt dich nicht beirren. 8 der Kelche, Ass der Stäbe und das Rad des Schicksals. Also, du findest einen Weg. Der mag bei jedem anders aussehen. Du findest einen Weg, mit dem, was dir von außen geboten wird, umzugehen. So, und leidenschaftlicher Neubeginn. Wow, Feuerenergie. Neue Partnerschaft vielleicht. Neue Liebe, neues Glück. Karma. Eine karmische Sache passiert zum Ende der Woche hin. Schauen wir uns an, der Eremit. Das Ass der Kelche. Du kümmerst dich um dich und das tust du schon eine ganze Weile und ich glaube, aufgrund des Schmerzes, den wir auch in der letzten Woche drin hatten, ist das auch absolut notwendig. Ja? Da musst du erst deinen Kelch wieder füllen. Du möchtest deinen Kelch füllen, du möchtest nicht so traurig sein und du beurteilst die Situation, wie sie ist. Du suchst nach den Fakten. Ja, du arbeitest damit. Du versuchst das mit deiner Gefühlswelt, mit deinem Gerechtigkeitssinn in Einklang zu bringen hier. Und was du als nicht fair empfindest, davon ziehst du dich zurück. Der Stern, ausgewogenes Geben und Nehmen. Und der Hierophant, für dich sind nur die Beziehungen sinnvoll und wertvoll, die ausgewogen sind. Wo du zurückstecken musst, wo man dich klein halten möchte und so weiter. Ich glaube, davon nabelst du dich ab. Ja, für dich gibt es nur, entweder wir treffen uns in der Mitte oder ich mache mein Ding alleine. Das ist so ungefähr das in Kurzform, was ich dahin entnehme. 4 der Stäbe, Page der Stäbe und 8 der Kelche. Du bist fokussiert, es anders zu machen. Das haben wir ja hier. Ne?
Du lässt dich nicht beirren, auch wenn du, sagen wir mal, noch so viel angegangen wirst. Da haben wir den Mond, Trigger, Dinge, die dich herausfordern, Dinge, die du schon erlebt hast. Und die Königin der Kelche, deine Gefühlswelt. Möglicherweise versucht auch jemand, auf deine Gefühlswelt Einfluss zu nehmen. Ja? Und du bist sehr wehrhaft. Du weißt, was du kennst, also das, was du erlebt hast. Und du kennst auch, glaube ich, deine Trigger und kannst dich damit beschäftigen oder kannst sie auch langsam abarbeiten. Wir haben ja hier die Heilung. Die Herrscherin, 4 der Stäbe und 8 der Münzen. Du arbeitest entweder von zu Hause aus, was ja jetzt auch nicht unlogisch ist, aber das ist halt, dass du etwas für dich tust, sei es jetzt auch Renovierung, Umzug, wie auch immer. Du arbeitest daran, dein Zuhause so zu gestalten, wie du es brauchst, um erfolgreich zu sein. Gerechtigkeit, langsam, 7 der Münzen. Du überlegst dir jeden Schritt. Das ist auch gut so im Saturnjahr. Und da hast du ein Angebot, eine Offerte, eine Möglichkeit. Und kann eine neue Partnerschaft sein, durchaus. Aber wir haben auch hier den Neuanfang. Aber vielleicht mit Langsamkeit kommst du eher dahin, wo es für dich eben auch ausgewogen ist. 6 der Münzen, Ritter der Stäbe und 7 der Kelche. So, da haben wir so ein bisschen Illusion. Illusion, ja, das ist so das Ideal, was du dir vorstellst. Ich denke, du solltest aufpassen, dass du in die Dinge, die jetzt so um dich herum passieren, dass du dich nicht zu sehr begeistern lässt. Sagen wir mal, du lernst jetzt jemanden kennen, der erzählt dir, das und das habe ich vor, das und das will ich machen und da will ich hin und das passt genau mit dem, was du möchtest. Das sind Gedanken, die man austauscht. Aber die Frage ist, hält das auch der Realität stand? Und das ist es, was du zuvor prüfen musst. Zum Beispiel auch, wenn du, sagen wir mal, zu Hause arbeitest und du hast eine Idee, wie du das besser machen kannst. Du musst es auf Realität prüfen, die Fakten. Auch wenn du begeistert bist, wenn du voller Freude bist, es gilt, die Realität nicht außer Acht zu lassen. Ja? Die Realität mit einzubeziehen in deine Überlegungen. Wichtig. Die Fledermaus, die Neugeburt ist gewiss. Was ich sehe mit mit Neptun, dass er dir so ein bisschen den Blick fürs Reelle verwehrt. Oder wenn wir jetzt zum Beispiel die Venus in den Fischen haben, die im Quadrat steht zur Sonne des Schützen, kann es natürlich auch bedeuten, dass du es dir ein bisschen schwer machst. Ja, dass du zweifelst, dass du unleidlich bist. Durchaus möglich. Aber versuche es realistisch zu sehen, sachlich. Ja, wir haben hier sehr viel Gefühl, wir haben auch die Begeisterung. Das ist aber nur eine kurzzeitige Begeisterung. Ne? Man bietet dir Fairness an, aber ob das der Realität standhält, ist zu prüfen. Ich lese mal, was die Fledermaus dir sagt. Die Neugeburt ist gewiss. Wann immer etwas sein Ende gefunden hat und vergangen, aus der Hand gegeben, losgelassen, abgeschlossen, vollendet oder gestorben ist, gibt es das Versprechen eines Neubeginns. Die Wiedergeburt ist so sicher wie das Dämmern am Ende der Nacht und der Ausflug der Fledermaus aus der Dunkelheit ihrer Höhle, die sie wie ein Mutterleib umfängt. Der Geist der Fledermaus will dir sagen, dass die Wiedergeburt etwas Wunderbares ist, denn das Allerbeste von dem, was du mit dem Tod des Alten hast aufgeben müssen, ist auch in dem Neuen präsent, das jetzt so großartig zum Leben erwacht. Es ist das Wunder und die Magie der Wiedergeburt in jedem Aspekt deines Lebens, was auch die Wiedergeburt deines Glaubens in die Fähigkeit einschließt, neue und gesunde Bindungen einzugehen. Der Fledermausgeist gibt dir auch zu bedenken, dass du dich im Moment auf unbekanntem Gelände befindest, auf dem du dich vielleicht verloren fühlst. Jedoch bist du aufgerufen, auf deine Intuition als einen verlässlichen Führer zu vertrauen, während du etwas Neues und Unbekanntes zur Welt bringst. Der Geist der Fledermaus hat dir in der Dunkelheit der Nacht zugehört und dabei all deine Hoffnungen und Träume, deine Ängste und Sorgen vernommen. Er gibt dir die Gewissheit, dass diese neue Version deines Traums, diese Bewegung vom Dunkel zum Licht, vom Verlieren zum Finden, vom Tod zur Neugeburt, in tiefer Liebe ihre Verwirklichung findet. Der Fledermausgeist fordert dich auf, darauf zu vertrauen, dass, was dem Anschein nach gestorben ist, sich in Wirklichkeit in etwas anderes verwandelt, das noch bedeutungsvoller und wunderbarer ist als zuvor. Wenn du das Gefühl hast, im Dunkel zu sein, dann wisse, dass mit dem anbrechenden Morgen alles zutage liegen wird und die Dinge sich in einer neuen Form zeigen, die für dich die richtige ist.
So, das bedeutet eigentlich nur, die Veränderung ist da. Sie findet vielleicht noch nicht statt, für dich noch nicht sichtbar, aber durch deine Erlebnisse, Ereignisse, die Heilung, das Arbeiten daran und so weiter, veränderst du ja selbst auch schon. Wir haben eine positive Attitüde, das heißt, du bist gesellig, du kannst auf andere zugehen, aber du solltest auch die anderen, die Situation oder die, ich sag mal, Angebote, die da kommen, auf Realität prüfen und nicht vor lauter Begeisterung, ja, reinschlittern, sondern genau hinschauen. Ja? Wir haben nämlich hier so ein bisschen Illusion, so ein bisschen das Vorgaukeln von Fairness, das Vorgaukeln von, ich komme dir entgegen, und in der Realität sieht das dann ganz anders aus. Das muss sich ein Stück weit bewähren. Und die Zeit solltest du dir unbedingt lassen, lieber Schütze, damit du das eben auch nicht nur bestätigt bekommst, sondern dich dann auch darauf verlassen kannst. Und das ist etwas, ein bisschen Vorsicht kann nicht schaden. Ja? Und gerade, wie gesagt, wenn es dann, weil im Nachhinein das wieder gerade zu rücken und darauf zu pochen und so weiter, ich sage jetzt mal vertraglich zum Beispiel, wenn es nicht im Vertrag drin steht, dann muss es auch nicht erbracht werden. Das ist so ein Beispiel, ist das realistisch? Ja? Das muss schon vertraglich auch festgelegt werden. Wir haben die Karte Warum. Ja? Das ist eben auch eine wichtige Sache, dass man sich ja der Beweggründe bewusst ist. Die 31 ist das, warum man etwas macht. Aber ich lese mal vor. Die Bedeutung, die Beweggründe hinter den Zielsetzungen, die Macht des Wissens um das Warum. Eine große Kraft liegt jetzt darin, deine Beweggründe zu kennen. Das Orakel fordert dich auf, dir im Klaren darüber zu sein, warum du eine bestimmte Frage stellst, nach einer bestimmten Antwort suchst, dich in einer bestimmten Weise verhältst und vor allem eine bestimmte Wahl triffst. Dein Warum zu kennen ist der Schlüssel zur Erfüllung deiner Wünsche. Bist du dir über deine Motive im Klaren, werden deine Vorsätze zu Magneten für Wunder. Es sind deine Beweggründe, die über das Wesen deiner Erfahrung bestimmen. Denke also über die Ursachen nach. Spüren sie hinein, bevor du handelst. Dieses unsichtbare Warum ist die im Samen verborgene Lebenskraft, das Potenzial für seine Entfaltung und Entwicklung. So, Beispiel. Wenn du jetzt, ich sag mal, im Homeoffice arbeitest, du möchtest das erweitern, du möchtest das vielleicht auch ausbauen oder andere Dinge noch ins Homeoffice mitnehmen. Ja, warum machst du das? Liegt es daran, dass du die Sache verbessern willst? Liegt es daran, dass du lieber zu Hause arbeitest, dass du mit irgendwelchen Leuten in deinem Umfeld nichts zu tun haben willst, weil sie furchtbar sind? Ist jetzt nur ein Beispiel. Ja, dass du dich deshalb zurückziehst. Wir haben ja die 5 der Münzen. Durchaus möglich. Ist vielleicht die Chance, dass du selber die Dinge in die Hand nimmst und für dich alleine arbeitest, in dem Fall, eine bessere Methode, das Ziel zu erreichen? Die Frage ist, warum machst du das? Warum wählst du das? Ja? Wir haben ja auch hier, dass du lernst, umzugehen mit Behörden, mit Vorgesetzten und so weiter, andere Wege zu gehen. Aber du darfst nicht den Bezug dazu verlieren, was machbar ist oder was sinnvoll wäre. Ja? Also, dass du jetzt sagst, oh, ich will das so und ich möchte, ja, es muss ja auch eine gewisse Stabilität und Aufbauarbeit geleistet werden von dir selbst. Du bist begeistert, ja? Du bist doch gesellig. Wie bekommt es dir denn, wenn du tatsächlich zu Hause arbeitest, wenn du keinen mehr triffst, wenn du nur noch zu Hause bist? Ich bin jetzt bei dem Beispiel Homeoffice geblieben, aber es kann auch was anderes sein, wo du dir nicht sicher bist, warum du das machst. Es ist wichtig, den Grund zu wissen, warum du dieses oder jenes so oder so machen möchtest. Das ist für dich die Antwort auf viele Fragen, ja? Oder verletzte Gefühle zum Beispiel. Ja. Hier ist ja auch mit dem Rückzug, dem an sich selbst arbeiten und dem Gericht eine Sachlichkeit nötig. Deine Gefühle sind wichtig, dein Intellekt natürlich auch. Und das sollst du ja als Schütze in Einklang bringen. Mäßigkeit ist deine Karte. So, langsam angehen. Abwägen, was ist besser, was bringt dich persönlich weiter. Und der Fokus liegt ja hier, dass du unabhängiger wirst, denke ich mal, und dass du deine Freiheit genießen kannst. Aber noch hat sich das nicht vollzogen. Ja? Da ist eine große Chance drin, aber absolute Ehrlichkeit zu dir selbst ist Grundvoraussetzung. Jeder andere sorgt auch mit der Königin der Münzen für sich selbst.
Und wenn du begeistert bist mit den drei der Kelche und wenn du auch ja, Kontakte hältst trotzdem, ne? Wunderbar, dann tu es. Eine Neugeburt ist gewiss. Es kann sich alles verändern in einem Augenzwinkern. Und deine Beweggründe sind wichtig, weil du sie auch vielleicht erklären sollst, weil du dafür gerade stehen musst, je nachdem, wie du dich entscheidest. Und da ist es wichtig, das eben auch parat zu haben, für sich selbst auch zu wissen. Ja, sehr spannend, lieber Schütze. Ich finde das sehr, sehr großartig, neue Entwicklung. Die Traurigkeit ist zwar immer noch da, aber sie wird weniger. Wir haben keine drei der Schwerter gehabt in dieser Woche. Es wird weniger, aber du bist immer noch so ein bisschen auf Abstand. Du möchtest nicht unbedingt hier auch mit deinen Triggern konfrontiert werden. Du willst dich nicht mit anderen auseinandersetzen. Du möchtest erstmal in Ruhe für dich klären, was in dir vorgeht, wie es aussieht, wo du hin willst, was für dich wichtig ist, ja, wo deine Prioritäten liegen. Und das gilt es natürlich auch weiter zu erforschen. Bleib dran, du bist auf dem richtigen Weg. Lass es uns gerne wissen, wie du damit umgehst. Vielleicht hast du einen Rat für die anderen, was wichtig ist für dich persönlich. Einfach so erzählen. Ja, natürlich nicht im Detail, aber so ansatzweise wäre schön. Und wenn es dir gefallen hat und dich ein Stück weit voranbringt und dich begleitet bei dem Weg, den du gehst, lass gern ein Däumchen hoch da und dann sehen wir, wie es weitergeht in der nächsten Woche. Alles Liebe, viel Kraft, viel Mut, viel Erkenntnis und dann bis nächste Woche. Tschüss!